Hallo liebe Kinder, jetzt geht's weiter. Ette ist verschwunden. Ette, wo bist du? Rief Igitte, die Ette heimlich in den Wohnwagen des Zauberers gefolgt war. Hier, du blöde Giftschnecke, sagte Ette und gab ihr einen Tritt in die fünfte Kniekehle. Ich kann dich nicht sehen, bloß fühlen, jammerte Igitte. Als Etze auf den Boden sah, konnte er seine drei Füße nicht mehr sehen. Hilfe! Ich bin unsichtbar! Rief er erschrocken. Und als er in den Schminkspiegel des Zauberers blickte, sah er nichts. Nur seine Stimme war noch da. Pfiech! Kotzgammel grinnt, brüllte er. Dieser Mistkerl hatte mich verhext. Ich glaube, du hast dich selbst verhext. Du hast Geheimtinte getrunken, rief Igitte, die sich das Tintenfass genauer ansah. Da steht, dass die Schrift nach einer Minute unsichtbar wird. Und ich auch, klagte Igitte. Und wenn mich keiner sieht, dann kann ich keinen mehr erschrecken. Das ist furchtbar! Vielleicht kannst du und Toni helfen. Komm mit, sagte Igitte entschlossen. Die beiden liefen zu Tonis Wohnwagen. Toni, Hilfe! Wimmerte Etze. Wo steckst du denn? Rief Toni und sah sich überrascht um. Sie hörte Etze, aber sie konnte ihn nicht sehen. Bist du unsichtbar? Blöde Frage, sonst würdest du mich doch sehen, oder? Knurrte Etze verärgert. Igitte erklärte, was passiert war. Er hat in den Geheimtinte des Zauberers gebadet und hinterher das ganze Glas leer gesoffen. Überlegte Toni. Geheimtinte wird wieder sichtbar, wenn man Zitronensaft darauf träufelt. Ich sause rasch los und besorge welchen, rührt euch nicht von der Stelle. Etze hüpfte trotzdem voller Ungeduld nach draußen. Bleib hier, bat Igitte. Ich gehe aufs Mäusemädchenklo, sagte Etze. Es sieht mich ja keiner. Du Spinner, rief Igitte ihm nach. Bäh, antwortete Etze und streckte die Zunge heraus. Das war ziemlich witzlos, weil Igitte ihn nicht sehen konnte. Und die beiden Männer, die jetzt des Weges kamen, sahen ihn glücklicherweise auch nicht. Es war der Zirkusdirektor und neben ihm lief niemand anderes als Etzes Toftfeind, der Zauberer Macrogenus Hypnonus. Böse Pläne. Kommt nicht in Frage, dass Toni und Antonio mit ihren neuen Nummern ins Programm kommen, rief Macrogenus Hypnonus voller Zorn. Nur über meinen Leiche. Nun regen Sie sich nicht auf, meine Beste, beruhigte ihn den Zirkusdirektor. Ich biete Ihnen doppelt so viel Geld für Ihre neue Zaubernummer. Vermassel Sie denn bei den jungen Leuten doch nicht die Chance. Ich kündige, fauchte der Zauberer aufgebracht. Nun, wenn Sie darauf bestehen, dann fliegen die beiden eben raus, seufzte der Zirkusdirektor. Die Entscheidung fällt mir schwer, weil ich Antonius Nummer mit dem Esel sehr witzig finde. Etze hatte genug gehört. Am liebsten hätte er den Zauberer in den Hintern gebissen. Diesen Macrogenus Hippodingsbums wollte er einen Strich durch die Rechnung machen. Der sollte vor Schreck Augen so groß wie Kolldeckel kriegen. Endlich kam Toni mit den Zitronensaft. Sie schüttelte ihn in eine Blechschüssel.
Los, ätze, oder willst du etwa ewig unsichtbar bleiben? Drängelte sie. Vorsicht, rutsche, ätze in die Schüssel. Lieh, wie das brannte. Aber jetzt wurde tatsächlich seine drei Schuhe wieder sichtbar. Und dann seine Knie, dann Federbauch. Und als er ganz unterfauchte, war auch die lange Nase wieder da und seine Zackenrücken. Hurra! Ich bin wieder da! Schrie Ätze begeistert. Und da musst froh darüber sein. Bin ich auch, lachte Toni. Jetzt werde ich nämlich dir helfen. Ätze erzählte Toni von den bösen Plänen des Zerberes. So eine Gemeinheit! Antonio und ich haben so hart an der Nummer gearbeitet und uns so darauf gefreut, sagte Toni bekümmert. Es wird mir ein Vergnügen sein, diesen sauberen Marco Genus Hypnonus jede Show zu vermassen, rief Ätze begeistert. Eine Kleinigkeit, jetzt wo ich weiß, wie ich mich unsichtbar machen kann. Der Zauberer Magrodinus Hypnonus stand den Krieg gegen seinen unsichtbaren Gegner nur eine knappe Woche durch. Dann war er mit den Nerven total fertig. Er ging zum Arzt. Der sagte, meine liebe Hypnonus, Sie sehen Dinge, die es gar nicht gibt. Das nennt man Halluzination. Hallo was? Fragte der Zauberer nach. Halluzination, wiederholte der Arzt. Der Zauberer war froh, dass er nicht verrückt war, sondern eine Krankheit mit einem schwierigen Namen hatte. Er ging zum Zirkusdirektor und sagte, ich habe in letzter Zeit zu viel gearbeitet und davon eine unaussprechliche Krankheit bekommen. Der Arzt hat mir eine Kur verschrieben und dann führt der Zauberer für längere Zeit ins Waldsanatorium Zauberberg. Das irgendwo in den Alpen lag. Darüber war alle froh und so wurde Tonis und Antonius lustige Nummer doch noch ins Programm aufgenommen. Die beiden waren sehr glücklich. Das verdankt ihr mir, sagte Ätze stolz. Aber Toni und Antonio beachteten ihn gar nicht. Sie hatten nur noch Augen füreinander. Hand in Hand gingen sie über die Zirkuswiese. Ätze sah ihnen nach und fauchte. Ich denke, ich spinne. Die tun, als wäre ich Luft. Völlig normal, sagte Igitte mit einem ihren berühmten spinnenfeinen Seufzer. Die beiden sind verliebt. Morgen geht's weiter übrigens.